Hallo Leute, Marc hier von MacMave Studios. Ich begrüße euch zu einem ganz neuen Test. Ich teste heute die COS Potter Pro Klassik-Kopfhörer des Herstellers COS. Dazu vielleicht noch ein Wort. John COS hat 1958 das erste Paar Kopfhörer in den USA gebaut und seitdem macht die Firma COS dort auch nichts anderes. Und die Potter Pro Kopfhörer sind Kopfhörer, die es bereits in dieser Form oder ähnlich seit 1984 gibt. Die haben sich also vom Design her und vom Klang her so weit durchgesetzt, dass sie bis heute kaum verändert wurden. Und die packe ich hier gerade aus. Das hier scheint ein kleines Prospekt zu sein oder beziehungsweise ein Katalog, was COS noch so alles im Programm hat. Und da unten ist auch schon der Kopfhörer. Also ich bin auf der Suche nach ein paar Kopfhörern, mit denen ich wunderbar Musik hören kann, die ich aber auch an die Kamera anschließen kann, um das Audiosignal zu überwachen. Die Kopfhörer sind mit ihrem Design so beliebt, dass sie mittlerweile schlecht kopiert werden und sozusagen billige Kopien den Markt überschwemmen. Deswegen sollte man diese Kopfhörer auf jeden Fall beim Fachhändler oder noch viel besser beim deutschen Importeur für COS kaufen. Den Link zu der Seite blende ich unten ein. Das ist die Verpackung, die sehr edel gemacht ist. Man sieht also diesen Kopfhörer selbst auf der Packung. Der ist auch so ein bisschen erhaben aus der Packung rausgearbeitet. Also das macht auf keinen Fall einen günstigen Eindruck. Und wenn man das so sieht, jawohl, die Amerikaner geben sogar eine lebenslange Garantie auf die Kopfhörer, was für mich auch ein Grund war, mich für diese Kopfhörer zu interessieren. In Deutschland und in Europa ist es, glaube ich, gar nicht erlaubt mit den lebenslangen Garantie. Deswegen gibt es hier, gibt COS in Deutschland 10 Jahre Garantie. Die Packung, wie gesagt, armbandfrei vom Design her. Und jawohl. Ich habe auch außen noch gelesen, es sind 1,20 Meter Kabel. Das reicht also wunderbar, wenn man das Handy in der Hosentasche hat, zum Beispiel um Musik zu hören und dabei die Kopfhörer aufzuhaben. Und das ist er auch schon, der COS Potter Pro Classic. Classic bedeutet halt nur, dass er normal mit der Klinkenstecker angeschlossen wird. Den gibt es auch noch mit dem iPhone-Anschluss, iPod-Anschluss, keine Ahnung. Und wie gesagt, das ist er, der COS Potter. Hier ist auch ein kleiner Beutel dabei, in dem man die Kopfhörer dann verstauen kann. Die ganzen Kopfhörer, also der Kopfhörer selbst ist zusammenfaltbar und lässt sich auch noch einhängen. Dazu zeige ich später noch mehr, wie man das macht. Jawohl, man sieht gleich, das Ganze ist sehr filigran und trotzdem sehr stabil verarbeitet. Das ist dieser Beutel, wo ich das verstauen kann. Jawohl, der fühlt sich auch sehr gut an. Und damit, dass er im Preis dabei ist, kann man auf jeden Fall nichts sagen. Und das ist der Kopfhörer. Man merkt gleich, wie leicht er ist. Und von der Verarbeitung her, also von der Optik, sieht das schon sehr, sehr cool aus. Diese kleinen Knöpfe, die wir da oben seht, sind für die Komfortzone. Die zeige ich jetzt gleich nochmal in einer Nahaufnahme. Und jawohl, das Kabel noch. Ich finde es auch sehr gut, dass der Klinkenstecker zur Seite weggeht und nicht gerade drin sitzt. Sowas kann bei billigen Kopfhörern normal immer, wenn sie gerade drin sitzen, zum Wackelkontakt führen. Hierbei geht es ein Glück zur Seite raus. Und das hier sind auch schon diese kleinen Knöpfe, diese blauen Schieberegler, die man da sieht. Und damit kann man eben, wenn man die Kopfhörer auf hat, den Komfort noch weiter anpassen. Man kann die auf straff stellen, das ist die Grundeinstellung. Und dann sitzen sie einfach straff auf dem Ohr, wobei straff eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm ist. Man kann die auch weich stellen, aber straff habe ich als sehr angenehm empfunden. So, natürlich müssen wir das Ganze auch mal hören. Und das habe ich jetzt auch ausgiebig gemacht, nicht nur alleine. Meine Frau hat sich die Kopfhörer angehört und ein guter Freund von mir. Und man ist tatsächlich wunderbar von der Außenwelt abgeschnitten. Und obwohl diese Kopfhörer nur auf dem Ohr sitzen, sind sie sehr angenehm und lassen kaum Außengeräusche zu. Vom Design her, wie gesagt, bin ich sehr angetan, dadurch, dass es die schon so lange gibt. Und ich zeige es auch gleich nochmal, wie man die zusammenfaltet. Ich kann die Kopfhörer hier einklappen, was an sich schon mal sehr cool wäre. So würden sie auch in diese kleine Tasche passen. Allerdings lassen die sich hier auch noch hier oben einhängen. Und da sieht man schon einen großen Vorteil, weil so in der Jackentasche verstaut, nehmen die wirklich kaum Platz weg, obwohl sie so einen Metallbügel haben. Und passen auch wunderbar in diese beigelegte Tasche. Also ist eine sehr schöne Sache.
Die Kopfhörer vereinen zum einen das geringe Gewicht eines On-Ear-Kopfhörers mit einem satten Klang und der Außenabschirmung eines Kopfhörers, der eben das ganze Ohr umschließen würde. Dabei sind sie, wie gesagt, sehr klein und leicht und sehr flexibel. Vom Klang her bin ich sehr überrascht. Die Kopfhörer lassen sich sehr laut stellen und liefern auch dann verzerrungsfreie Töne und auch Bässe. Und wie gesagt, wir haben die alle Probe gehört, sind dazu extra mal rausgegangen, sind ein bisschen damit gelaufen. Und ich kann ja bestätigen, dass jeder bis jetzt sehr begeistert war von den Kopfhörern. Und wie gesagt, die lassen sich auch sehr, sehr einfach aufsetzen und bleiben da auch wunderbar so am Ohr. Auch nach längerer Zeit ist der Tragekomfort noch gegeben, also die Kopfhörer drücken nicht oder so. Die bleiben immer schön entspannt, also man vergisst die schon nach kurzer Zeit, dass man sie aufhat. Und die fühlen sich auch sehr angenehm an, auch in der straffen Komfortzone. Jawohl, das sind Aufnahmen von unseren Tests. Mein Fazit, ich kann die Kopfhörer mehr als nur empfehlen. Es ist ein absoluter Preis- und Geheimtipp, der leider hierzulande gar nicht mal so verbreitet ist. Wer ein paar sehr, sehr günstige Kopfhörer sucht, die weitaus besser klingen, als dass sie kosten, der ist mit den Cospotter Pro sehr gut beraten. Ich danke euch fürs Zusehen und wäre nett, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Marc. Ciao.